So Leute, ich bin schön geschminkt, gleich steht ein Fotoshooting an und hier, der Aristo ist heute auch am Start. Na, wie fühlst du dich? Macht der Spaß, so geschminkt zu werden? Eigentlich ja. Ich glaube, ich kann mich daran gewöhnen. Auch so ein bisschen Gesichtsmassage, ne? Solange ich es selber nicht machen muss, ist es eigentlich super. Ja, aber so ein weißen Streifen. Aristo wird hell geschminkt. Also keine Sorge, ich werde nicht irgendwann aussehen wie Michael Jackson. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Und wir fahren gleich nach Grunewald und machen dort ein Laufshooting. Wir haben dann so Sportklamotten an und machen so ein paar dynamische Bilder, wahrscheinlich aus dem Auto, wie wir joggen und so weiter. Und ich dachte, ich mache so einen kleinen V-Log, dann könnt ihr mal ein bisschen gucken, wie das aussieht. Ich bin ja auch schon so richtig so Maske drauf und wir sehen uns gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Grunewald. Ich habe hinten so einen Wirbel-Spoiler drauf. Dann hält der, dann fliegen die Haare nicht hoch. Aristo, kann man bei dir leider nicht machen, ne? Nee, das geht bei mir nicht. Höchstens am Bart geht das. Also wenn ich hier auch einen kleinen Wirbel habe, dann kriege ich auch sowas. Aber zum Glück habe ich es heute nicht. Naja. Aber Görki gibt heute Make-up-Tipps. Make-up, heute bin ich Beauty-Queen und mache für euch so Tutorials. Also wer, auf jeden Fall hier, das ist, wenn ihr Wirbel habt, genau. Einfach ein bisschen Papier hinten dran, dann fällt es gar nicht mehr so auf. Und ihr dürft vor allem die Klammer nicht vergessen. Eigentlich wollten wir Görki rosa geben, aber hat er nicht. Schade. Hier ist übrigens der Fotograf, der Marco. Sag mal hallo. Hallöchen. Der macht heute hoffentlich ganz gute Bilder. Kriegen wir aber, glaube ich, hin, ne? Natürlich. Und ja, seht ihr dann auf jeden Fall. War ein Hammer-Shooting, cool. Ja. Sehr schön gemacht. Ja, super. So läuft das. Geschossen von Marco, auch ein tolles Team dabei. Ja. Also viel Equipment, viel Aufwand war das auf jeden Fall. Und wir haben auch ein paar kleine Opfer gebraucht, so ein paar Mückenstiche. Oh, zu viel Leute, ganz, aber naja. Ganz schlimm, ja. Verschleiß ist immer. Ja. Aber da sieht man, was für ein Aufwand hinter so einem. Im Endeffekt, wie viele Fotos kommen raus? So, mal so nicht viele, ne? Meistens so, ne? 5, 6 und dafür muss man halt dann schon. 5, 6. 5, 6, ja. Das macht einen guten Fotograf aus. Er hat echt fünfmal draufgedrückt und diese Bilder sind schon im Kasten. Muss noch ein bisschen, bisschen Helligkeit reingemacht werden mit Photoshop. Sonne hat halt gefehlt, das war das Problem heute. Ja, Mittag war so kurz da, aber jetzt, wie man sieht im Himmel. Also so viel zum Sommer. Aber hat Spaß gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. So muss es sein. Genau, auch Ergebnisse werdet ihr wahrscheinlich auf Facebook sehen und dann vielleicht auch nochmal im Video. Schauen wir mal, ne? Vielleicht kriege ich auch von euch noch Material von einer Drohne, wenn ich das reinklicke. Das seht ihr dann im Video. Oh, die Drohne. Eine Drohne, ne? Die Drohne. Jetzt haben wir euch die Drohne nicht gezeigt. Doch, ich glaube, ich habe sie mit drin kurz. Hast du die rauf? Ja. Oh, geil. Na gut, wir machen Schluss, dann wird es wieder so langweilig für euch da draußen. Ne? Ihr müsst ja auch noch was anderes tun, außer Videos gucken. Haut rein. Also, vielen Dank nochmal hier, ne? Und adios. Ciao. Tschüss.